Hallihallo, hier ist Anja Feuerblume, die Wildkräuterfee, und Anouk ist auch mit dabei. In meinem heutigen Video möchte ich dir meine 5 Top-Wildkräuter zeigen, die ich gern in meinem Schmusi verwende. Wenn ich früh aufstehe, gehe ich mal als erstes raus in den Garten, sammle mir leckere Wildkräuter und bereite mir dann einen köstlichen Schmusi vor. Ich liebe einfach dieses Getränk, weil es so gesund und lecker ist. In meinem heutigen Schmusi habe ich hier ganz lecker Apfel und Feige und die leckeren Wildkräuter, die ich euch jetzt zeige. Die leckeren Wildkräuter habe ich jetzt schon mal für euch gesammelt, um sie euch jetzt schön zu zeigen. Nummer 1 von meinen Top 5 ist eigentlich mein Lieblingswildkraut. Der Giersch. Auch liebend gern mag ich in meinem Schmusi dieses Kraut, die Brennnessel. Und Nummer 3, der Löwenzahn. Vom Löwenzahn sammle ich immer die jungen Blätter, weil die sind noch nicht so bitter wie die großen Blätter. Auch sehr köstlich und liebend gern mag ich die Vogelmiere. Die habe ich jetzt extra in meinem Garten angepflanzt, weil die bei mir nicht wächst. Jetzt darf sie dann schön wachsen, damit ich sie lecker auch in meinem Schmusi mitverwenden kann. Und das wächst bei mir sehr viel im Garten und das liebe ich auch sehr gern im Schmusi, ist das Wiesenlabkraut. Wildkräuter sind einfach super toll, weil sie enthalten so viele tolle Mineralstoffe und Vitamine und versorgen unseren Körper optimal damit. Und gerade im Schmusi, finde ich, sind sie besonders bekömmlich und einfach lecker. Ich liebe sie einfach. Und da kann man sich dann diesen leckeren Schmusi draus zaubern und genießen. In meinem Schmusi variiere ich dann auch immer. Manchmal sammle ich von einem Kraut eine große Handvoll und nehme nur vom einen Kraut in meinem Schmusi. Aber oftmals gehe ich dann durch meinen Garten und pflücke verschiedene Kräuter und kombiniere die dann in meinem Schmusi. Ich mache dann immer so pro Glas ungefähr eine Handvoll Kräuter hinein. Je nachdem, wie man es braucht. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn du mich mal auf meiner Webseite besuchen kommst. Und zwar hier. Pling! Und besuch mich herzlich gerne auch mal auf Facebook oder auf YouTube. Alles Liebe und bis jetzt sagen Anja Feuerblume, die Wildkräuterfee und Klein Anouk.